Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LEGO Speed Champions, zur 5 nämlich mittlerweile. Heute möchte ich mal ein wenig Offroad fahren und habe mir dafür einen Toyota geschnappt. Genau gesagt einen Arctic Trucks eigentlich. Das ist quasi eine eigene Marke, die auf Basis von Toyota Modellen halt diverse Offroad Vehicle herstellt. Ist so ähnlich wie die Firma Roof, die auch als Basis Porsche Modelle nimmt und das sind halt als Basis hier Toyota Modelle. Da gibt es ja so nicht mehr Spiel, aber in dieser Form, weil es eine eigene Marke ist, schon. So, was gibt es denn hier alles zum Tunen? Okay, Antrieb wechseln. Nö. Natürlich hat der Allradantrieb, logischerweise. Es geht rein. Ein guter V8. Rallye-Motor und ein V8 Racing-Motor. Wir bleiben mal beim Diesel. Ja. Wir brauchen einen Drehmoment, ja, und dann. Da muss ein Diesel her. Drehmoment. Wow. Ist das überhaupt ein Diesel? Weiß ich gerade. Bei der Leistung muss es eigentlich ein Diesel sein. Oder? Wenn 120 kW sind, weiß ich, 160 PS oder so. Und der hat 343 Newtonmeter. Ist mit einem Benziner, wird das ziemlich schwierig. So. So, also Scheinwerfer kann man immer gebrauchen. Ich glaube, ich nehme sogar mal das hier. Anhängerkupplung haben wir auch. Und nach hinten hier diese. Weiß nicht, nicht genau. Also diese. Sind das nicht sogar irgendwie so Schmutzfänger oder sowas? Jedenfalls steht der Arctic Trucks drauf. Den nehmen wir. Passend zum Auto. Wir haben auch hier sehr kleindimensionierte Reifen und Felgen. Gottes Willen. Also Leistung. Der geht nicht, aber am meisten Leistung müsste eigentlich immer der Turbo machen. Oh. Ja, da kriegt man ein bisschen Leistung und auch ein bisschen mehr Drehmoment als vorher. Drehmoment-Kurve ist eigentlich schon ganz gut. Wenn man so bei 1500 Umdrehungen schon über 900 Newtonmeter hat. Ja, moin. So Braum, wir haben hier 3 Liter, gehen sogar 3,2. Ich glaube, wir machen eher alles außer Turbo und Hubraum. Ich will das Ding nicht so übertrieben krass machen. Okay, das ist auch noch nicht viel Leistung. Aber vielleicht kann ich den Wagen so leicht machen, dass er dann schnell wird. Ja, komm, machen wir mal so. Uralkäfig ist, glaube ich, auch nicht schlecht bei meiner Fahrweise. Bringt wieder noch ein Kilo mehr, ich weiß. Aber es ist, muss ja auch sicher sein, der Wagen. Man soll sicher Auto fahren. Und die Reifen gehen noch breiter. 315 da vorne ist jetzt aber auch nicht schmal, um Gottes Willen, Alter. 355er. Ist egal. Ich mach's einfach. Felgen, das sind hier 17 Zöller. Okay, natürlich riesig bis 24 Zoll. Das natürlich auch gerade bei der Felge selber abgrundtief hässlich aussieht. Da bleibe ich bei 17 Zoll. Ja, das ist. Das könnten auch LKW-Reifen sein, so groß wie die sind. Wir mal, was es denn so für hoffentlich schöne Felgen gibt. Wo ich ja sowas eigentlich gar nicht so schlecht finde. Ich nehme die mal. Dann war es das eigentlich auch schon. Ja, ich denke, die B-Klasse sollte reichen. Ich will jetzt ja auch nichts zu krasses machen. Lego ist schon krass genug. Hilft die
50-50, das ist gut. Okay, 8,6 auf 100 ist natürlich nicht sonderlich gut. Was auch vielleicht an der Besetzung liegen könnte. Ja, da haben wir das gelegen haben. Bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben 6 Gänge, werde ich vielleicht 5 nutzen, mal gucken. Mein Topspeed ist hier halt nicht vorhanden. Aber ich bin froh, wenn das Ding 200 schafft. Da kann ich mich, glaube ich, schon glücklich schätzen. Machen wir so. Ich denke, 200 müsste er eigentlich schaffen, oder? 203. Schaut er noch mehr? Bestimmt nicht, oder? Ah, 206. Immerhin. Reicht. Na, reicht schon? Ja, es reicht. Ah, ja, diese. Ja, lahm ist jetzt nicht. Sich auch schon ein Quer von einer Rundstreckenrennen. Nächster Rad. Okay. Mich jetzt schon hoch. Yes. Au. Bin ich überhaupt schon mal durchgefahren? Ich kann mich hier zumindest nicht dran erinnern. Die Lego-Straßen sind schon so ein bisschen süß, ne? Weil mein Auto, ich kann nicht sagen, dass es groß ist, aber ist vielleicht ein bisschen zu breit für die Spur, oder? So. Super geniale Querfeld-Einrundstrecke. Super geiler Name. Ich gehe mal kurz Nase schnauben, bis gleich. Da bin ich wieder. Wir machen mal Blaupause erstellen. Was ist denn David gegen Goliath? Auf B-Klasse bitte. Na komm, 3 Runden. Passt soweit. Wir wissen, was David gegen Goliath ist. Okay. Etwas größere Fahrzeuge. Wahrscheinlich noch gegen etwas kleinere. Echt ein cooles Auto. Und es ist Toyota. Toyota ist eine coole Marke, finde ich. Die auch coole Autos bauen. Nicht nur wegen dem Supra. Durch hier. Speedchamp. Ach, kann man sogar durchfahren. Oh, cool. Fahren alle schön durch. Mal Gas, Mädels hier. Pedal to the Metal ist ja angesagt. So. Keine Strecke, finde ich. Oh. Kann man zum Glück hier alles umfahren. Dann will ich froh sein. Auch noch eine lange Strecke, ne? Das reichen sogar 3 Runden. Ich wollte erst sogar 4 oder 5 einstellen.
ist aber gar nicht nötig. Jetzt ein Steinhaufen hier. Die Geräuschlage, wenn man diese Lego-Steine umfährt. Ja, das ist cool. Ich weiß ja nicht, warum das, was ich auch schon oft gelesen habe, ist, dass Lego das total kindisch ist. Was ist daran kindisch, in einem Videospiel mit Lego das zu fahren? Also, stehen wieso. Sagen wir mal, wieso kein Grund? Ja, ist kindisch. Aber den Grund können die einem dann meistens auch nicht nennen. Ist doch mal cool, was Spaßiges zu haben. Man muss dann immer alles so ernst sein, vor allem ist es Forza Horizon, Alter. Das ist keine Hardcore-Simulation. Geht's um Spaß. Wenn sowas gibt, ist doch eigentlich ist doch cool, wenn man so eine Möglichkeit hat. Ich meine, das so bitter ernst ist. Das finde ich auch eigentlich ziemlich cool an Forza, dass sie sich so den Weg angehen. Aber auch vielleicht auch was machen, was nicht alle erwarten. Nicht immer denken, ich sag mal so, der Masse hinterher schwimmen. Dann auch auf das mal lesen muss, dass hier niemand hat das Lego gewollt und die wollen alle, weiß ich, Goodwood oder irgendwie sowas. Also aus Aussagen, die man so kennt, da kann so jeder sein. Kann ich aber auch sagen, niemand hat euch nach eurer Meinung gefragt. Das kann ich genauso sagen, wäre aber genauso dämlich. Ich finde, als der Aufschrei, da war erst riesengroß, aber er wird schon deutlich kleiner jetzt, der Aufschrei mittlerweile und die Lego-Expansion. Wenn man da feststellt, Moment mal, das ist doch gar nicht so kacke, wie ich dachte. Ja, deswegen am besten erstmal Mund halten und selber spielen und dann Meinung dazu sagen. Nicht mal gleich grundlos rummeckern, ist alles scheiße. Erst abwarten, spielen und dann kann man gerne meckern. Ich kein Problem mit. War schon alles schlecht zu machen, ohne es gespielt zu haben. Nee, das ist nicht der Sinn der Sache, Leute. Ich meine, ich war auch jetzt nicht extrem begeistert von der Expansion. Ich bin jetzt auch nicht aus allen Wolken gefallen und habe gejubelt wie sonst was. Aber ich dachte mir, komm, probier es mal aus und gucken, wie es ist. Und ich wurde bis jetzt positiv überrascht. Das ist besser, als ich dachte. Macht mehr Spaß, als ich dachte. Das wird, denke ich mal, auch noch ein paar mehr Leuten so gehen als mir. Dass vielleicht erst nicht ganz so begeistert waren, dann jetzt doch sich denken, macht doch, ist doch ganz cool. Was ich auch noch gelesen habe, halt, die 20 Euro für zu teuer dafür, nur für 3 Autos. Das sind auch übrigens mehr als 3 hier, Expansion. Kann ich schon mal verraten. Weil wir mehr als 3 fahren können. Ja, 20 Euro finde ich generell auch zu viel. Aber es ist doch gut für den, das zu machen. Um die halt, glaube nicht für den Erweiterungspass, für das Ultimate Add-on Bundle oder vielleicht für die Ultimate Edition. Das ist natürlich ein Log-Angebot. Weil klar, wenn man sich alles einzeln kauft, ist es sehr teuer. Aber dann ist man auch selber schuld. Natürlich ist es bei Forza sinnvoll, wenn man alles haben möchte, dass man sich direkt die Ultimate Edition kauft. Weil ich finde, dort ist das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr, sehr gut. Klar, 100 Euro, das ist viel Geld, das weiß ich. Aber was man dafür bekommt, ist, finde ich, sehr, sehr gut. Was man dafür alles an Inhalt bekommt. Selbst was man für die 70 Euro für die normale Edition bekommt, und die ganzen Updates und neuen Autos, davon kriegt man auch das ganz, ganz viel. Das finde ich echt gut, was da Playground Games bisher gemacht hat. Natürlich gefällt eigentlich alles. Das ist aber immer irgendwie so. Es wird nie ein Spiel geben, wo dir wirklich komplett alles gefällt. Selbst bei meinem All-Time Favorite Witcher 3 gefällt mir auch nicht, bei weitem nicht alles. Da gibt es auch Sachen, die mich stören, die ich nicht gut finde. Aber so ist es halt. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 100 Metern scharf rechts abbiegen. Du hast dein Ziel erreicht. Hallo, Bonusboard. Nummer 4 schon. Ich weiß jetzt aber noch gar nicht, wie ich das alles hier noch mit dem Let's Play machen werde. Ob ich jetzt wirklich alles auch in der Aufnahme zeige oder ob ich jetzt, ich sag mal, nur die Karriere hier durchspiele. Was ich sowas wie Schilder vielleicht nicht mache. Muss ich mal gucken. Wo ich Bock habe. Die Karriere werde ich hier so oder so durchspielen.
habe ich. Achso. Ups, verfahren. 400 Metern links. Da bin ich auch. Plötzlich auch verfahren. Hat sich auch überlegt. Nee, Bruder, bin falsch. Links abbiegen. Okay, Krippe. Ich fahre mal ein bisschen weiter. Ziel erreicht. Ich weiß nicht, wenn es geht, eigentlich kann ich halt ein Rennen fahren. Krippe ist der Wagen vielleicht nicht ganz so suboptimal. Wegbereiter haben wir hier noch. Reichen wir noch weiter. So, was da noch so schönes gibt, kein Rennen. Der kein Straßenrennen würde es sein. Und. Und. Griprennen. Gibt es noch hier irgendwie Strecken, die wir nicht entdeckt haben? Ja, gut, da unten geht es noch ein bisschen weiter, aber da ist nur ein PR-Stand. Also nichts, was mich juckt. Ah, da ist noch ein Querfeld einrennen. Bin ich noch nicht gefahren. Und dann habe ich hier... Da oben? Okay. Ich mach jetzt mal das hier. Mal den Raum hier gucken. Metern links ab. Das sieht nicht schlecht aus, finde ich. Kann man so machen. Apropos Tacho, was ich mittlerweile ziemlich geil finde, ist bei den aktuellen Forts der Tacho, mit den blauen Tachozeigern oder Tachonadeln. Das sieht sehr geil aus, finde ich. Muss ich mal sagen. Wobei der Kurs auch echt geil ist. Mit dem weißen Hintergrund oder eigentlich schwarzen Hintergrund natürlich. Bei den weißen Tachos oder ein dunkler Hintergrund. Denn die Anzeige selber, die ganzen Zahlen sind alle in weiß. Ich habe halt rote Zeiger. Finde ich auch cool, aber so bei Ford in dem Blau, das sieht schon echt gut aus. Ja, gefällt mir. Auch will ich jetzt auch so einen aktuellen Fiesta. Finde ich auch, ist ein geiles Auto. Definitiv. Sowohl in als auch außen und die Motoren sind auch gut. Und so wie ich das bisher gehört habe, haben auch die Dreizylinder-Motoren von Ford eigentlich bisher einen ziemlich guten Ruf. Da kaum Negatives drüber gehört. Das sollen ziemlich gute Motoren sein. Und halt auch der Punkt wieder Verbrauch. Mit 1 Liter Dreizylinder, Turbomotoren, verbrauchst halt nicht viel. Sollten also Verbräuche um die 4,5 Liter Benzin drin sein. Natürlich, wenn es um Verbrauch geht, kann man sich am besten auch einen Diesel kaufen. Weil weniger Verbrauch als Benziner und weniger Spritkosten. Weil auch das natürlich diese billige Benzin ist. Im Normalfall zumindest. Aber ich sag mal, bei Kleinwagen ist aber Diesel, glaube ich, auch jetzt nicht so sonderlich verbreitet. Eigentlich ist meistens Benziner. Also, ich habe es ja nicht oft gesehen. Bei kleinen oder kompakten, dass da Diesel verbraucht wird. Klar, wird auch öfters angeboten, das schon. Aber ich glaube nicht, dass das die Mehrheit der Kunden nehmen wird. Ich glaube, die meisten nehmen trotzdem noch die Benziner. Natürlich, klar, man kann sich einen Diesel kaufen, aber dann empfiehlt wie ein Henker, wo man sich auch keinen Diesel kaufen, wenn es einem um Verbrauch geht. Ich muss dann auch dann dementsprechend einen sparsamen Fahrstil haben. Das bringt einem das verbrauchsarme Auto auch kaum was. Entweder kann man sich ein Auto kaufen, was mal normal viel verbraucht und sparsam fahren. Oder ein Auto, was kaufen, was wenig verbraucht, eigentlich, aber dafür ziemlich unsparsam fahren, sag ich mal. Ja, dann ist der Vorteil gleich null beim sparsamen Auto. Aber doch immer so gucken, was verfügbar ist. Natürlich kann man sich jetzt nicht alles aussuchen. Gerade in meinem Alter. Natürlich kann ich mir jetzt kein Auto einfach konfigurieren und mir das dann kaufen. Wäre dann natürlich ein bisschen teuer gewesen. Ich finde natürlich meine Auswahl an Autos mit Ausstattung oder Motoren vorbegrenzt. Ich muss halt so ein bisschen das nehmen, was da war. Ich denke, ich habe trotzdem mich für was Gutes entschieden. Also den Kauf brauche ich auf gar keinen Fall.
Ich weiß, es war viel Geld für ein Auto. Das ist mir klar. Also auch ein sehr, sehr geiles Auto. Ich sage viel Geld so relativ. Generell, wenn man den Preis so sieht von einem Auto, war teuer. Ich finde, einfach was der Wagen alles hat und kann, sage ich mal. Da war der Preis ganz gut. Also preis-leistungsmäßig finde ich mein Auto echt gut. Für die ganze Ausstattung, die er hat. Weil vom Corsa ist meiner schon ziemlich gut ausgestattet. Das kann man sagen. Hat auch ziemlich wenig Kilometer runter. Und dafür ist der Wagen echt gut vom Preis her. Das Alter, die Ausstattung. Den Service. Das Rennen sollte ich gewinnen, natürlich. Das geht da wieder hinter mich. Muhahaha. Fünf Scheiben. Also die Motorisierung, die ich eigentlich erst angepeilt hatte bei deinem Corsa. Bisher den 1,4er Sauger mit 90 PS. Fünfganggetriebe. Und mein Wunsch war eigentlich halt der 1,4er Turbomotor mit 100 PS und 6-Gang-Getriebe. Ich habe letztes Mal so ein paar Videos gesehen. Vielleicht denkt man sich auch, halt, man beim Verbrauch eigentlich so der gleiche Grundmotor. Halt der andere hat ein Turbo und noch einen sechsten Gang. Noch ein längeres Getriebe. Dann würde ich mir eigentlich denken, dass der weniger verbraucht. Oder schätzen. Aber das ist eigentlich gar nicht so. Sogar teilweise ein bisschen mehr. Zwei gleichen Geschwindigkeiten. Ich habe so gesehen, sowas ist so bei 80 und bei 100. Vielleicht noch da, was meiner ungefähr verbraucht. Und eigentlich beinahe identisch sogar. Meiner vielleicht sogar teilweise ein bisschen weniger. Wenn ich Tempomat 100 reinmache. Deswegen, da bringt das eigentlich nicht so wirklich was. Aber an sich natürlich, klar, 6 Gänge wären cool. Oder länger besetztes Getriebe. Immer gerne. Ich fahre gerne bei niedrigen Drehzahlen, wenn es möglich ist. Design, ja, kriegt ein Like. Ich fahre erneut zum fünften Gang. Bei 1400 Umdrehungen, glaube ich, oder 1300 Umdrehungen. Man geht, ist kein Problem. Ich habe es dann auch mal getestet, natürlich, wenn ich erneut zum vierten fahre. Bei 50 und oder halt im fünften. Im fünften verbrauche ich, glaube ich, einen halben Liter weniger oder so. Also, warum denn nicht? Also, ich dann keinen Grund, im vierten zu fahren. Okay, Spiel geht wieder. Hier ist ein Blitzerlein. Ah, dort noch eine Straße. Muss ich umfahren? Okay, kann ich nicht. Das mache ich ja auch noch. Ist auch noch ein PS-Land. Was hat denn da oben Schönes? Ein Gefahrenschild! Wunderbar, Fabian. Das Gefahrenschild mache ich noch. La 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 la. Ganz normaler Tag. Also bis auf den Motor, der weniger verbraucht. Was mal so? Dann noch ein bisschen weniger. Hallo Fabian. Ich habe die Anzahl deiner Bausteine im Auge und die Lego-Architekten haben ein paar äußerst interessante Ideen zu deinem Haus. Treffen wir uns mal. Machen wir gleich. In 400 Metern. Der kann sich für einen Saugbenziner verbraucht meiner ziemlich wenig. Aber ein bisschen sparsamer geht's ja noch, ne? Ich wäre noch 32 dann gewesen. Hätte ich auch genommen. Bei nächster Gelegenheit. Aber dafür war der Wagen in der Ausstattung, die Leute da waren, der war halt dafür nicht so geil. Bei nächster Gelegenheit habe ich also für den entschieden mit der besseren Gesamtpaket. Und der andere hat auch keinen Tempomat. Scharf rechts abbiegen. Was jetzt aus heutiger Sicht, das hat früher so Tempomat, jetzt ja, so, ist schon cool, aber ist eigentlich nicht so notwendig. Aber wenn man wirklich längere Strecken, weil sich Autobahn fährt oder allein schon jetzt meine Strecke zur Arbeit, fahre ich auch viel Landstraße und auch häufig mit
paar Kilometer die gleiche Geschwindigkeit. Da ist Tempomat halt wirklich geil. Sogar innerorts nämlich Tempomat. Jetzt, wenn du geradeaus geht. Und es ist einfach super entspannt. Du hast dein Ziel erreicht. Deswegen ist ein Tempomat für mich, finde ich, jetzt fast so wichtig wie ein 6-Gang-Getriebe gewesen. Mit einer Radar zwar 6-Gänger, aber kein Tempomat. Ist halt auch blöd. Yeah, mit Garage jetzt. Oh, noch ein Superwheelspin. Den nehme ich doch gerne. Hallo Fabian. Der Anleitung dieser neuen Lego-Haus-Erweiterung zufolge ist sie eine Kombination aus Wohnzimmer und Wintergarten. Sammeln wir mehr Bausteine für die nächste Erweiterung. Okay. Glaube ich, noch eine ziemlich große Erweiterung. Ich muss noch 390 Steine sammeln. Ist jetzt ja nicht so viel. Was soll ich hinkriegen? Oh, 200 Steine gibt es dafür. Was ist denn das? Wow. Das ist schon 500 Bonuswürfel. Eieiei. Das ist ja ganz schön viel. Ja, da würde ich mal sagen, kann mal. Ups, das ist ein Popschutz. Dann würde ich sagen, war es das mit der heutigen Folge? Also sehen wir uns vielleicht in 2 Tagen wieder. Also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.